Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Poppy J. Anderson und ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Tag unserer wunderbaren Romance-Woche. Ja, ihr habt das Vergnügen, mich hier sozusagen live und in Farbe zu sehen. Ihr könnt aber auch nur bis hier schauen, weil darunter habe ich nämlich noch meine Pyjama-Hose an. Aber wenigstens oben sieht es ganz ordentlich aus, hoffe ich. Ja, ich freue mich ganz doll, dass ihr alle dabei seid. Ich hoffe, ihr seid auch schon ganz aufgeregt auf die nächsten Tage und was da kommen wird. Bitte entschuldigt meine Stimme, ich höre mich sehr versoffen an, ich weiß, ich habe aber gar nichts getrunken, jedenfalls nicht so viel, sondern ich habe ein sehr schönes Wochenende hinter mir und das muss ich noch so ein bisschen verkraften. Genau, heute, die ganz besonderen Highlights, die wir heute haben, sind einmal die Lesung um 19 Uhr von meiner ganz, ganz lieben Autorenfreundin Emma S. Rose und um 20 Uhr von der wunderbaren, großartigen und fantastischen Annie Stone, darauf freue ich mich schon ganz besonders. Ich hoffe, ihr seid auch alle so aufgeregt wie ich und schaltet natürlich ein und guckt immer wieder vorbei, was es alles Tolles gibt. Es gibt ja nicht nur die Lesungen, sondern ihr könnt was gewinnen. Ihr bekommt neue Informationen zu unseren Büchern, Textschnipsel und was es da alles gibt. Einen Moment bitte. Lieb sein da vorne. Ja, ich muss natürlich manchmal ein bisschen streng sein. Das sind die Hunde, die rasten etwas wieder aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderbaren Tag. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß natürlich bei unserer Romance-Woche und hoffe, dass ihr immer wieder mal einschaltet und guckt, was es Neues gibt, was wir uns haben einfallen lassen und dass ihr natürlich ganz gespannt auf unsere neuen Projekte seid. Kommt gut in den Tag und ja, macht euch etwas Schönes. Tschüss!